gibt eine Neuheit, die finde ich interessant, die kann ich hier auf Madeira leider nicht testen, deswegen muss jemand anders für mich tun. Und zwar, es gibt jetzt mittlerweile in Köln einen 100%ig veganen Burger King. Und den habe ich jetzt schon ganz gerne mal probiert. Ich habe mal in Burger King schon die veganen Sachen ausprobiert. Die Nuggets habe ich ausprobiert. Ich habe die Burger ausprobiert. Und. Also es gibt leckere vegane Sachen bei Burger King. Aber in Köln gibt es jetzt den allerersten veganen Burger King. Also rein vegan. Schau mal rein. Max hat alles vom veganen Burger King bestellt. Ich bin gespannt. Ich kann es ja nicht tun. Deswegen muss Max für mich das tun. Video, es ist ein sehr besonderes Video. Heute hat nämlich in der Kölner Innenstadt ein komplett veganer Burger King auf. Ich finde aber auch krass, den Schritt zu gehen, ein Burger King aufzumachen. Nur vegan. Das finde ich schon mutig. Das gibt es nur in dieser Woche und nur in Köln. So, wir sind jetzt in Köln am Neumarkt angekommen. Lara ist auch da und es ist nicht mehr weit. Dann bestellen wir alles. Ich habe auf TikTok schon gesehen, da war eine extrem lange Schlange. Digga, in Köln, ich sage ganz ehrlich, falls ihr mal ein Business aufmachen wollt, dann macht es in Köln. So Foodtrends und so weiter und so fort. In Köln, das geht's einfach ab, Digga. Gespannt, wird sehr nice. Guck mal, Leute, direkt neben Five Guys. Wir kommen um die Ach, Digga, Five Guys, krieg jetzt absolut Konkurrenz. Und okay. Da ist der vegane Burger King. Da ist das Objekt der Begierde, der vegane Burger King. Scheint keine große Schlange zu sein oder so, sehr gut. Sieht schon wild aus. Also das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. 100% Geschmack, null Fleisch, Burger King. Das Ding ist, Burger King, ohne Scheiß, die müssen aufholen. Es ist einfach so, ich schwöre, McDonald's ist immer Burger King irgendwie gefühlt einen Schritt voraus. Ich esse zwar auch lieber Burger King, aber ich schwöre, McDonald's ist irgendwie marketingmäßig immer einen Schritt vorm raus. Aber jetzt hat Burger King mal richtig sowas gelandet, weil das hat McDonald's wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wir haben sich echt Mühe gegeben mit der Außenansicht. Ah, ein bisschen Schlange ist schon am Start. Okay, ich war vor lange schon nicht hier. Die haben anscheinend auch solche Terminals, wo man bestellen kann. Aber wir warten erstmal ab, ob was frei ist. Also wir checken jetzt mal ab, was es gibt. Das Ding ist, ich glaube... Krass, da wird ja jede Sprache angeboten. Spanisch, Türkisch, Englisch, Russisch. Es können eigentlich nicht super viele Sachen sein. Aber es sah gerade eben, ich habe schon mal auf einen anderen Screen geschaut, so aus, als wäre schon relativ viel am Start. Aber wir nehmen halt komplette Karte, deshalb schauen wir mal. Okay, shit. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Es gibt drei Sachen. Wir nehmen jetzt mal einfach einmal alles. Wenn es einen Double Burger gibt, nehmen wir halt den einfachen. Ja, doch, es gibt mehr. Okay, gut. Ich dachte schon, es gibt drei Burger, Digga. Sind die auch vegan? Hä? Ja, Pommes sind doch immer vegan, Diggi. Die können doch nicht vegan sein, oder? Ja, außer der Käse halt. Ne? Der Käse ist aber auch vegan. Muss ja auch vegan sein, oder? Aber da steht nicht. Alle Burger. Ich dachte jetzt alles vegan. Wir müssen nur die Burger testen. Da hau ich das von gerade auch wieder raus. Okay, was gibt es? Es gibt Burger, es gibt Wraps. Also die Auswahl ist ja nicht scheiße so. Wisst ihr, es gibt ja einiges zu auswählen. Wir haben einfach turbo viele vegane Optionen. Also Leute, ich habe komplett alles einmal in den Warenkorb gehauen. Wenn es jetzt sowas war wie so ein Big King, den es als Big King und Big King XXL gab, habe ich halt nur einen genommen. Aber komplett full. Überall, ihr seht, plant-based. Das heißt, kostet jetzt 38 Euro, geht die Bestellung auf und ich bin sehr gespannt. Secured the bag, also gar nicht. Digga, die Tasche sieht einfach richtig geil aus. Mal so super viel, aber ich meine, die haben trotzdem Burger, die es sonst woanders nicht gibt. Bin sehr gespannt auf den Taste-Test. 11 Artikel haben wir jetzt bestellt und wir testen das jetzt ganz gemütlich im Büro. Let's go. Also Leute, es ist Zeit für den Test. Die haben uns das in dieser coolen Tüte hier gegeben, so YouTube-Beutel. Wahrscheinlich auch nach dem Motto so Ökologie. Ja klar, ne, wollen so einen YouTube-Beutel geben, einen auf vegan, auf Umwelt. Finde ich aber eine gute Idee. Das Ananas. Da steht ja, eine Mene Mu und raus ist die Kuh. Geiler Spruch. Ich möchte ganz kurz klarstellen, es sind nur, glaube ich, bei manchen Produkten die Patties vegan. Bei so Sachen wie diesem Mozzarella-Ding und so ist halt wirklich Mozzarella noch drauf und halt kein veganer Mozzarella. Ich finde das aber irgendwie einmal von Burger King. Da hätten wir es ein bisschen besser machen können. Das ist mir selbst erst beim Bestellen gerade aufgefallen, aber hier haben wir auf jeden Fall unsere 11 Burger und lassen uns mal einfach alles auspacken. Wir haben 9 Produkte bekommen. Die haben uns auch diesen geilen nicht gegeben. Ach so, die haben den falschen Burger gegeben. Wir checken als erstes mal den Chili Cheese Burger aus. Extra Long Chili Cheese. Das sind schon mal die veganen Patties. Die sind auf jeden Fall neu. Diese kleinen, dünnen sind neu. Digga, ist doch fetter Käse, oder? Das gab es bisher bei Burger King noch nicht. Also Triple Beef. Triple No Beef. Also, lassen wir es uns schmecken. Sehr gut. Sehr stabil. Sehr nice. Chili und Käse dominieren das Ganze so, ne? Also dadurch, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht da ist, aber dadurch würde auch ein weniger vorhandener Fleischgeschmack nicht auffallen. Okay, hört sich gut an, hört sich gut an. Oh, scharf. Wir bewerten die Burger auf einer Skala von 0 bis 10, ganz egal, ob da jetzt vegane Patties sind oder nicht. Und der erste Burger kriegt von uns 8 von 10. 8 von 10 ist mutig. 10 Punkten. Also sehr gut. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Move? Wetten, jetzt kommt ein Placement. Ah, die Clark F. Ja, gönn ich dir, Max, von Herzen das Placement. Aber ich spule mal kurz vor. Long Chicken ist so geil, der Burger vergewaltigt einen. Okay. Also, ich muss sagen, es gibt Burger, die mich wirklich einnehmen. Da setze ich mich wirklich in die Burger rein und mach so einen Engel. So, ey, ich schwöre, es gibt geile Burger, die einen wirklich mitnehmen auf eine Reise. Auf eine kulinarische Reise ins Weltall. Ein Rap bei BK gegessen. Oh. So ein Rap bei McDonald's finde ich war sehr lecker. Okay. Mach du den ersten Taste-Test, aber dann warten, ob es dir irgendwas sagst.
Boah, der ist schon heftig lecker. Mhm. Die, die das schaffen, dass der Whopper so einen starken Eigengeschmack hat, weil eigentlich ist das ja der volle Standardburger. So. Schmeckt richtig gut, ne? 9 von 10. 9 von 10, das ist aber schon wild. Okay, Lari, du darfst den nächsten auswählen. Langsam wird es schon ein bisschen schwer, aber wir schaffen das. Das ist wahrscheinlich dieser Mozzarella King, oder? Ah, ja. Burger King kommuniziert ganz klar, dass die vegetarisch und nicht vegan sind. Ganz ehrlich, Bruder, das sieht nicht nach einem vegetarischen Laden aus. Das hat sehr vegan gewirkt einfach, so dieses hundertprozentig Geschmack, kein Fleisch. Weiß ich, ich habe gerade das Gefühl gehabt, so ey, das ist voller veganer Laden. Null Fleisch stimmt ja auch, da hast du recht, das ist true, ne? Aber ich glaube auch, ein richtiger Veganer geht wahrscheinlich nicht zu Burger King, weißt du? Naja, das war, weiter geht's. Ein Gewürzgurke, paar Zwiebelchen, glaube ich, und das vegane Patty. Also hier haben wir einen wirklich komplett veganen Burger. Er sieht im Vergleich zu dem, was wir sonst schon so hatten, ein bisschen mickrig aus. Also dann, Lari, aber jetzt ist der wahre Test, wie sich das vegane Fleisch bei Burger King schlägt. Also ich finde, in diesem Burger fällt bisher am meisten auf, dass es kein richtiges Fleisch ist, weil einfach so wenig außenrum ist. Nichtsdestotrotz schon eigentlich echt eine gelungene Alternative. 7 von 10. Du darfst die nächsten auswählen. Das hier. 7 von 10. Bro, ihr gebt echt gute Bewertungen, ne? Aber ein bisschen zu tolle gute Bewertungen. Auch nur noch so im Food-Mode. Das hier. Es ist der Plant-Based Chicken Nugget Burger. Der interessiert mich. Ich finde halt so Chicken Burger ist halt so richtig lecker. Chicken Burger habe ich früher als Kind richtig gern gegessen, weil Chicken Burger hat früher noch 1 Euro gekostet. Man hat immer mal 1 Euro übrig, wisst ihr? Man ist mal als fettes Kind zu McDonald's gerannt und hat schön den Euro gegeben und sich einen Chicken gegönnt. Heute, glaube ich, kostet ein Chickenburger 1,40 oder so. Zeiten ändern sich. Aber so Chickenburger fand ich immer geil. Ja. Ist der vegan? Mayo drauf, ne? Ja, Mayo. Ist Mayo drauf. So sieht der aus. Guck mal, der ist wahrscheinlich vegan, der hat ja Mayo drauf. Das Chicken Nuggets habe ich sogar schon mal probiert. Und der, glaube ich, ganz geil. Mega nice, auch mal was anderes als Ketchup. Oha, einfach 1:1 wieder normale, ne? Krass. Ich muss auch sagen, ich fand die Nuggets eigentlich ganz geil, diese veganen Nuggets. So, dass es schon lange gute vegane Chicken Nuggets gibt, ist ja, glaube ich, bekannt. Aber dieser Burger ist einfach genau wie der mit echten Chicken Nuggets. 9,5 von 10. Ich bin wieder... 9,5. Tschüss, die geizen nicht mit den Punkten. Mit auswählen und ich nehme den Big King. Oha, geil, da ist endlich mal Salat. Ja, auch einer. Endlich mal Salat. Burger, die ich gerne mag bei BK. Und wir schauen mal rein. Kein Unterschied, oder? Sieht aber gut aus. Bereit? 3, 2, 1. 8 von 10. Leute, es ist ein Schlachtfeld. 9 von 10, Digga, die geben ja jedes Essen 10 Punkte gefühlt. So sein, dass wir uns einfach 3 Burger, die wir bezahlt haben, nicht mitgegeben haben. Also dann, Lari, deine Auswahl. Was ist das nochmal? Ich weiß es. Oh, das ist der Whopper, dieser Plant, den fand ich echt schlecht. Das ist Chili Cheese. Dürfte relativ ähnlich dem Extra Long Chili Cheese sein. 9 von 10. Digga, Bruder, ist Burger King jetzt der leckerste Laden der Welt? Ich bin mal gespannt, was sagt er zu diesem Burger, den letzten Burger. Das muss sagen, das interessiert mich selber. Den Burger fand ich nicht stark. Wir kommen zum Finale, wir haben nicht groß was zu entscheiden. Der Rebel Whopper, ich bin trotzdem gespannt. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich auch ein bisschen freue, dass wir jetzt durch sind, weil es war auf jeden Fall wirklich eine kranke Fressorgie. Letzter Bissen, 3, 2, 1. Okay, jetzt. Bitte lügt euch nicht an. 8 von 10. Ey, Max, ich liebe dich. Aber das ist keine 8 von 10. Okay, Geschmack ist subjektiv. Ah, ist keine 8 von 10. Thank you.